Die Covid-19-Pandemie und die Sustainable Development Goals, passt das zusammen? Ein Diskussionsimpuls zu einer Webkonferenz von Baum, dem Unternehmensnetzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, am 29. Mai 2020, vorgestellt von Michael Kaminski-Nissen, Mitglied im Baum-Gesamtvorstand. In den kommenden knapp 30 Minuten wird aufgezeigt, ob bzw. welche Zusammenhänge zwischen den 2015 durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Development Goals, im Folgenden meist kurz SDGs genannt, und der Covid-19 bzw. Corona-Pandemie bestehen. Es soll andiskutiert und zum weiteren Nachdenken angeregt werden, ob und wie die SDGs bei dem Weg aus der Covid-19-Pandemie von Nutzen sein können. In dieser kurzen Präsentation bzw. in dem gerne zur Verfügung gestellten Handout sind eine Vielzahl von Links zu weiterführenden Informationen, ohne den Anspruch erheben zu wollen, dass diese Zusammenstellung repräsentativ und vollständig sei. Dies ist unmöglich, da täglich neues Diskussionsmaterial mit unterschiedlichen Sichtweisen und Detaillierungen auf diese Thematik erscheint. Es lohnt sich also, auch in Zukunft an dem Thema Covid-19-Pandemie und SDGs dran zu bleiben. Die Frage, passen die Covid-19-Pandemie und die SDGs zusammen, kann und soll bereits mit der zweiten Folie mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden. Und das bezieht sich ganz im Sinne der global ins Leben gerufenen SDGs zunächst einmal selbstverständlich auf die globale Ebene. Wer die ja mittlerweile schon fast 5 Jahre alten SDGs schon etwas kennt, weiß aber auch, dass es inzwischen eine Vielzahl von Ansatzpunkten und Beispielen für die Rolle und Bedeutung der SDGs auf nationaler und lokaler Ebene bis hin zu jedem von uns gibt. Und das gilt dann selbstverständlich auch in der gegenwärtigen Corona-Situation und auf dem schrittweisen Weg in eine Zukunft ohne die heutigen erheblichen Beeinträchtigungen durch Corona. Wie gerade angesprochen, ist es keine neue Erfahrung, dass die SDGs als Grundlage und Leitplanken für nachhaltiges Handeln, zum Beispiel auch im unternehmerischen Bereich, dienen können. Eine knapp 40-minütige Einführung zu diesem Thema steht in einer weiteren, kürzlich Corona-bedingt ebenfalls im Videoformat erstellten Präsentation zur Verfügung. Wenn man heute im Internet mit den Stichworten Covid-19, Corona und/oder Pandemie in Kombination mit SDGs sucht, sieht man sich einer Flut an Hinweisen und Informationen gegenüber. Und jeden weiteren Tag kommen neue hinzu, beziehungsweise man entdeckt sie erst dann. Dabei werden unterschiedlichste Facetten und Detaillierungsgrade der Thematik adressiert. Hier nur einige Beispiele einer Suche im Internet Mitte Mai. Auch die beiden blau eingerahmten Beispiele, das Webinar Coronavirus and its Impact on SDGs vom International Institute of Sustainable Development, IISD, und dem Blogbeitrag Corona und Nachhaltigkeit, wie beeinflusst Covid-19 die nachhaltige Entwicklung von Tina Teucher, komme ich später noch einmal kurz zu sprechen. Und ich möchte noch auf zwei weitere Papiere eingehen, die mir bei meinen Recherchen aufgefallen sind. Das eine vom März 2020 mit dem Titel Shared Responsibility, Global Solidarity, Responding to the Socioeconomic Impacts of Covid-19 ist von der DESA, dem Department of Economic and Social Affairs der Vereinten Nationen. Es enthält neben vielen anderen interessanten Aussagen eine sehr gute Grafik, die zeigt, dass die Covid-19-Pandemie alle 17 SDGs tangiert und wie teilweise auch Abhängigkeiten zwischen diesen aussehen. Das zweite Papier vom April 2020, Covid-19 im Licht der Sustainable Development Goals, was haben wir zu gewinnen bei all den Einbußen, stammt vom Wuppertal-Institut und dekliniert alle 17 SDGs mit interessanten Fakten und Einschätzungen durch. Einleitend schreibt die Verfasserin Dorothea Schostock in dem Papier: In einem kürzlich veröffentlichten Artikel fragt der Zukunftsforscher Matthias Hawkes, könnte es sein,
dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte? Meine klare Antwort: Ja. Denn in welche Richtung wollten wir unser Leben eigentlich vor dem Ausbruch der Pandemie verändern? Wir, die Vereinten Nationen, die Weltgemeinschaft, haben vor nunmehr 5 Jahren die 17 Sustainable Development Goals verabschiedet, die den Weg hin zu einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie bekräftigen. In dem zuvor angesprochenen IISD-Webinar Coronavirus and its Impact on the SDGs gibt es eine Folie mit den 17 SDG-Kacheln und der Überschrift 2020 Superjahr auf den Kopf gestellt. Und hervorgehoben werden die SDGs 12, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, SDG 14, Leben unter Wasser und SDG 15, Leben an Land. Gemeint ist damit, dass diese 4 SDGs Unterziele haben, wo erstmals für die 2015 beschlossenen SDGs ein spezifisches Jahr als Check- bzw. Zielpunkt für die Umsetzung genannt wird. Und das ist 2020. Im Einzelnen betrifft dies die Themen Abfall- und Chemikalienmanagement, Biodiversität, Klimaschutz sowie Küsten- und Meeresschutz. Das SDG 17, Partnerschaften für die Umsetzung der Ziele, kann man in diese Betrachtung noch mit einbeziehen, auch wenn dort 2020 nicht explizit als ein Check- und Zielpunkt genannt wird. Gehen wir noch etwas mehr ins Detail. Vor der Corona-Pandemie war das Thema Klimaschutz omnipräsent. In SDG 13 mit der ausführlichen Bezeichnung umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seine Auswirkungen ergreifen, heißt es in Unterziel 13a, die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen übernommen wurde, die entwickelte Länder sind, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufzubringen, um die Bedürfnisse der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutzmaßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen und die grünen Klimafonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet wird. Ohne jetzt weiter darauf einzugehen, Corona hat sicherlich einiges auf den Kopf gestellt und wird dies auch noch lange tun. Wie sieht es nun aus, wenn die SDGs und ihre Unterziele einmal durch die Corona-Brille betrachtet werden? Im Mittelpunkt steht sicherlich SDG 3, ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Weitere SDGs mit relevanten Unterzielen in dem Bereich, der die SDGs mit insbesondere sozialen Aspekten zusammenfasst, sind das SDG 1, keine Armut, SDG 5, Geschlechtergleichheit und SDG 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Die vorzugsweise ökonomisch zu verortenden SDGs sind alle betroffen. Es sind dies SDG 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, SDG 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur, SDG 11, nachhaltige Städte und Gemeinden und SDG 12, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Und auch bei SDG 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele, gibt es Unterziele, die sich der aktuellen Corona-Situation zuordnen lassen. Und was ist mit der Umwelt und den ökologisch ausgerichteten SDGs? Fallen die jetzt komplett unter den Tisch? Sicherlich nicht. Bekanntlich gibt es zwischen den SDGs zahlreiche Verknüpfungen. Und zudem war ja auch schon mit der Grafik aus dem UN-DESA-Papier gezeigt worden, dass auch in Corona-Zeiten alle 17 SDGs tangiert werden und für das zukünftige Handeln im Sinne einer nachhaltigen Fortentwicklung relevant sind. Werfen wir nun einmal einen sehr kurzen Blick auf die hier identifizierten Unterziele im Einzelnen.
Kommen wir zunächst zum SDG 3, Gesundheit und Wohlergehen, und den drei als besonders relevant identifizierten Unterzielen von den insgesamt 13 SDG 3 Unterzielen. Grundsätzlich sei an dieser Stelle nochmal gesagt, dass man bei der Betrachtung und Interpretation der ja bereits 2015 für ein Beschlussdokument der Vereinten Nationen formulierten SDG-Unterziele nicht allzu sehr am gedruckten Wort kleben und etwas Kreativität bei der Interpretation walten lassen sollte. Ich werde daher im Folgenden auch nicht die einzelnen Unterziele wörtlich vorlesen. Vielmehr geht es darum, die bezogen auf die Covid-19-Pandemie besonders wichtigen Stichworte und Berührungspunkte herauszustellen. Bezogen auf den mit SDG 3 formulierten Schwerpunkt gilt, es ist sicherzustellen, dass für alle Menschen eine angemessene, wirksame und bezahlbare Gesundheitsversorgung inklusive aller dafür notwendigen medizinischen und pharmazeutischen Hilfsmittel vorhanden ist. Dies muss durch eine entsprechende Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln und Impfstoffen begleitet werden. Und grundsätzlich ist eine wichtige Basis einer erfolgreichen Pandemiebekämpfung das Vorhandensein einer wirksamen Frühwarn- und Managementinfrastruktur auf globaler, nationaler und lokaler Ebene. Die häufig in den SDG-Unterzielen vorgenommene Fokussierung oder gar Einschränkung auf die sogenannten Entwicklungsländer erscheint gerade aktuell in Zeiten der Corona-Pandemie nicht unbedingt angemessen zu sein. Das soll aber nicht heißen, dass Länder mit wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder sonstigen Einschränkungen nicht eine besondere Unterstützung zuteil werden sollte. Und damit möchte ich auch gleich mit einem Zitat aus dem bereits erwähnten Papier des Wuppertal-Instituts Covid-19 im Lichte der SDGs, was haben wir zu gewinnen bei all den Einbußen, überleiten. Es lautet: Mit Ausbruch der Pandemie rückt die Gesundheit in den Mittelpunkt der Individuen und mit dieser auch unser Wohlbefinden. Dabei lernen wir, dass unser Wohlbefinden heute in Zeiten des Coronavirus anders befriedigt werden muss als über unsere eingeübten Lebensstile und Konsummuster. Und damit sind wir direkt beim SDG 12, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Beim SDG 12, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, lassen sich vier Unterziele direkt mit der aktuellen Corona-Situation in Verbindung bringen. Unterziel 1 knüpft mit seiner Forderung nach nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern direkt an das Zitat aus dem Papier des Wuppertal-Instituts an. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Verhalten von Unternehmen, und zwar nach meiner Meinung unabhängig von Größe, Aktionsradius und Geschäftsfeld, die nicht nur in ihrer Berichterstattung Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen sollten, sondern dies vor allem auch durch entsprechendes Handeln unter Beweis stellen müssen. Ein wesentliches Instrument bei der Umsetzung ist eine Beschaffung, die sich im Optimalfall an den SDGs orientiert. Die öffentliche Beschaffung spielt dabei eine Vorreiterrolle und muss sich als Vorbild für die Beschaffung aller Wirtschaftsakteure bis hin zur privaten Konsumentin und zum privaten Konsumenten verstehen. Dies setzt eine entsprechende Informationsbasis voraus, die zu mehr Bewusstsein für nachhaltiges Handeln und letztlich zu einer solchen Lebensweise generell führen muss. Mit dem Unterziel 10 des SDG 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, werden leistungsfähige Finanzinstitutionen und Dienstleistungen gefordert. Gerade in der aktuellen Pandemiesituation mit ihren dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen auf allen Ebenen sehen wir, wie wichtig dies ist. Und zwar nicht nur national, sondern auch nationenübergreifend. Um die Covid-19-Pandemie national, lokal, aber auch global erfolgreich unter Kontrolle zu bekommen, bedarf es, wie die heutigen Erfahrungen schon zeigen, einer leistungsfähigen Infrastruktur auf allen Ebenen und in allen Bereichen, die allen zugutekommt. Und dass dabei der Informations- und Kommunikationstechnologie und Infrastruktur bzw. der Digitalisierung eine ganz besondere Rolle zukommt, dürfte inzwischen jeder und jedem klar geworden sein. SDG 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur, adressiert dies mit zwei Unterzielen.
Das Unterziel 5 des SDG 11, nachhaltige Städte und Gemeinden, ist in seiner Formulierung selbsterklärend und muss nur an einer Stelle geringfügig ergänzt werden. Es lautet, bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen und Pandemien, bedingten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoinlandsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von Menschen in prekären Situationen. Kommen wir nun zu den im sozialen Bereich angesiedelten SDGs, bei denen sich einzelne Unterziele direkt mit der Covid-19-Pandemie in Verbindung bringen lassen. SDG 1, keine Armut, nimmt mit zwei Unterzielen Bezug darauf, dass insbesondere für Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen in prekären Situationen geeignete und leistungsfähige Sozialschutzsysteme und Maßnahmen verfügbar sein müssen. Übrigens Zielgruppen, die aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie derzeit, zumindest temporär, stark anwachsen. Beim SDG 5 Geschlechtergleichheit bezieht sich ein Unterziel explizit auf Haushalt, Familie und Pflege. Die Corona-Situation verstärkt die Anforderungen und auch die Belastung einzelner Personen in diesem Bereich deutlich. Teilweise noch forciert durch Dinge wie Homeoffice und anderem. Wie wichtig die Forderung nach einer leistungsfähigen und ausgewogenen institutionellen Infrastruktur im Unterziel 6 von SDG 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen ist, erleben wir in der aktuellen Pandemiesituation heute schon direkt in positiver, aber teilweise auch negativer Weise. Last but not least, SDG 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Hier wird mit zwei Unterzielen, wie schon zuvor beim SDG 8, die Notwendigkeit stabiler, ausreichender finanzieller Rahmenbedingungen angesprochen. Welch hohe Bedeutung dies hat, erleben wir gerade, wie zuvor schon erwähnt, insbesondere auch in der heutigen Pandemiesituation. Gleiches gilt auch hinsichtlich der Tatsache, dass eine Pandemiebekämpfung keine Einzelkämpferveranstaltung ist, sondern die intensive und konstruktive Zusammenarbeit von vielen aus allen Bereichen, von öffentlich bis privat, erfordert. Und zwar lokal, im Kleinen und im Unternehmen, wie auch im kommunalen und regionalen Bereich und darüber hinaus auf nationaler und internationaler Ebene. Bei dieser Betrachtung der SDGs und ihrer Unterziele im Hinblick auf deren Berührungspunkte zur aktuellen Covid-19-Situation sind jetzt 8 der 17 SDGs zunächst einmal unberücksichtigt geblieben. Aber selbstverständlich besteht auch bei diesen jeweils ein Bezug zur Corona-Pandemie. Diesbezüglich sei an dieser Stelle beispielhaft nur noch einmal auf das Papier der UNDESA und das Papier des Wuppertal-Instituts hingewiesen, die jeweils auf alle 17 SDGs eingehen. Anhand von zwei Beispielen wollen wir im Folgenden noch einmal kurz etwas detaillierter und praxisbezogener werden. SDG 5 – Geschlechtergleichheit. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sind hier einmal drei Aspekte zu diesem Thema aufgeführt, die, zumindest in den Medien, derzeit eine hohe Präsenz haben. Erstens, der Frauenanteil in systemrelevanten Berufsgruppen liegt bei knapp 75%, wobei die Definition dessen, was systemrelevant ist, durchaus unterschiedlich gesehen wird. Zweitens, die berufliche Ungleichheit zwischen Frauen und Männern verschärft sich. Und drittens, häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder nimmt zu. Zu jedem dieser drei Aspekte ist jeweils ein Link zu vertiefenden Informationen angegeben. Bei der Suche im Internet wird man aber noch eine Vielzahl weiterer und auch aktuellerer Informationen finden. Insgesamt fällt auf, dass die Erkenntnis bezüglich SDG 5 Geschlechtergleichheit im Kontext mit der Corona-Pandemie
eigentlich durchgängig negativ geprägt ist. Das heißt, hier gibt es Rückschritte, denen entgegengewirkt werden muss. Etwas anders sieht es beim scheinbar aufgrund von Corona in den Hintergrund gerückten Thema Klimaschutz aus, wie es eine Artikelüberschrift aus dem Manager-Magazin ganz gut zusammenfasst. Kurze Erholung fürs Klima und dann wird es brenzlig. Zu den hier zum Ausdruck gebrachten zwei Sichtweisen, zwei weitere Aussagen und Links. Erstens, die Internationale Energieagentur IEA hat errechnet, dass die weltweite CO2-Emission 2020 voraussichtlich um 8% bzw. 2,6 Gigatonnen sinken soll. Ein positiver Effekt. Eine Vielzahl von Stimmen sagt aber auch, dass die Maßnahmen zum Klimaschutz jetzt erst einmal zurückgefahren werden, sollten oder müssen, beziehungsweise sogar ganz zu den Akten gelegt werden sollten, weil die Ressourcen dafür fehlen und das Geld woanders vordringlicher gebraucht wird. Hierzu hat Ralf Füchs Anfang Mai in einem Interview mit dem Tagesspiegel unter anderem gesagt, Corona ist ein Sprint, Klimaschutz ein Marathonlauf. Das heißt, wir müssen an beiden Themen, Corona-Bekämpfung und Klimaschutzmaßnahmen, mit voller und unverminderter Intensität dranbleiben, wenn wir das jeweilige Ziel erreichen wollen. Und zur Zielerreichung gibt es eigentlich keine Alternative. Generell kann man sagen, dass dies analog für viele der durch die SDGs adressierten Themen gilt. Die Covid-19-Pandemie darf nicht zu einer Vernachlässigung dieser Themen bzw. einzelner SDGs führen. Vielmehr ist eine aktive, intelligente und engagierte Verknüpfung und Umsetzung aller Ziele für eine global nachhaltig gestaltete Zukunft weiter erforderlich. An das gerade Gesagte knüpft ein Zitat aus dem eingangs schon erwähnten Blog von Tina Teucher nahtlos an. Zahlreiche Initiativen und Organisationen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Forschung und Politik fordern, die wegen der Corona-Krise nötigen Veränderungen mit Nachhaltigkeitszielen zu verbinden. Diese Position vertritt auch Baum, das Unternehmensnetzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, das seit über 35 Jahren im Sinne der Nachhaltigkeit engagiert ist. Bereits vor längerem haben wir mal die heutigen Handlungsschwerpunkte von Baum mit den 17 SDGs abgeglichen. Wie unschwer zu erkennen ist, liegen die Handlungsschwerpunkte, historisch geprägt, bei den ökologisch und ökonomisch verorteten SDGs. In der SDGs-Übersicht sieht man auch noch, ganz leicht rot umrandet, die 9 SDGs, die wir zuvor aufgrund entsprechender Unterziele als besonders pandemieaffin identifiziert hatten. Anhand eines abschließenden Beispiels für einen Projektvorschlag werden wir gleich noch sehen, wie sich diese unterschiedlichen Schwerpunkte in der Praxis konkret zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügen lassen. Aber nochmal zurück zu dem Blog von Tina Teucher. Weiter heißt es da, das Ersehnte zurück zum Normal in Öffentlichkeit und Wirtschaft birgt die Gefahr, alte Strukturen zu stärken, während große, unnachhaltige Geschäftsmodelle gerettet würden, litten Nachhaltigkeitspioniere überdurchschnittlich, zum Beispiel, weil ihre Innovationsrisiken typischerweise höher sind. Diese Aussage kann man nur dick unterstreichen und unterstützen. Nicht zuletzt auch angeregt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat Baum im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ein Projekt klimaschonende Alternativen zu Geschäftsreisen vorgeschlagen. Das, was zurzeit als digitale Kommunikationsalternative spontan und als Wildwuchs aufgrund der Mobilitätsrestriktionen entstanden ist, soll hierbei einmal strukturiert und über einen längeren Zeitraum analysiert und für die Zukunft konzipiert werden. SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, spielt dabei sicher eine wichtige Rolle. Aber auch andere SDGs, wie zum Beispiel SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen oder das den nachhaltigen Konsum adressierende SDG 12.
Abschließend möchte ich diese Ausführungen zur Covid-19-Pandemie und den SDGs mit einer Folie, die ich in nahezu allen meinen SDGs-Präsentationen zeige. Zusammengefasst sagt sie, dass die Sustainable Development Goals und deren Umsetzung uns alle, das heißt auch jeden Einzelnen von uns, etwas angeht und dass die 17 SDGs eine wertvolle Hilfe bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft sind. Und das gilt in Corona-Zeiten mehr denn je. Soweit der Einstieg in das Thema Covid-19-Pandemie und die Sustainable Development Goals. Vielen Dank für das Interesse und für die Aufmerksamkeit. Für Fragen sowie eine weitergehende Diskussion und Ideen stehe ich gerne zur Verfügung.